herzlich willkommen zum Quizduell Olymp. Ja, Olymp. Heute in XXL. Doppelfolge von 18 Uhr bis kurz vor 20 Uhr. Sie können die ganze Zeit mitspielen, wenn Sie die ARD-Quiz-App haben. Dann können Sie mitspielen und mitgewinnen. Und jetzt eine Frage an Sie zu Hause. Es ist eine neue Umfrage. Was finden Frauen an Männern erotisch? Es sind nicht die Füße. Nein. Es ist auf Platz 2 der Verstand und auf Platz 1 Humor. Tatsächlich, deshalb haben wir uns gesagt, laden wir doch neben dem Verstand auch Humor ein. Herzlich willkommen, hier sind Ingo Oschmann und Markus Maria Profittlich. Ja, und was sage ich, die vereinen ja beides, Humor und Grips, also seid ihr schon als Sieger gesetzt im Grunde genommen. Kein Kommentar. Nein. Einfach so stehen lassen. Wir sind etwas angespannt. Wir lassen es mal auf uns zukommen. Es geht ja um guten Zweck. Ne? Ja. Das sagt ihr zu dem Olymp dort oben. Ja, natürlich. Denn der Olymp spielt für Team Deutschland und das ist das, wenn die da oben gewinnen, sie Geld haben könnten. Herzlich willkommen in den Quizduell Olymp. Wir begrüßen recht herzlich Marie-Louise Fink, unsere Quizkönigin, Professor Dr. Eckhard Freise und Thorsten Zirkel. Gut, wir spielen am Anfang unser Quizfire. Ihr wisst, Quizfire, offene Fragen, 90 Sekunden. Für jede richtige Antwort gibt es galaktische 1.000 Euro. Man kann also so 20.000 Euro erspielen. Mal gucken, was bei euch zusammenkommt. Wer fängt denn an? Ingo? Gut. 90 Sekunden, sobald ich lese. Los geht es jetzt. Unendlichkeit wünscht man sich laut den Toten Hosen an Tagen wie? Diesen. Ja, für welche obergierige Bierspezialität ist die Stadt Köln bekannt? Kölsch. Jawohl. Vatertag oder Muttertag? Was wird im Kalenderjahr 2018 zuerst gefeiert? Muttertag. Nein, Vatertag. Welcher Vokal ist der dritte, der in unserem Alphabet vorkommt? I. Jawohl. Als treuer Begleiter welches Comichelden kämpfen Robin in Gotham City gegen die Verbrechen? Batman. Jawohl. In welchem afrikanischen Land liegt der Krüger-Nationalpark? Südafrika. Jawohl. Als Zinken bezeichnet man scherzhaft welches Sinnesorgan? Jawohl. Von welchem Altkanzler stammt das Zitat Willen braucht man und Zigaretten? Schmidt. Ja. Papst Franziskus ist aufgrund seines Amtes auch der Bischof welcher Stadt? München. Hä? München? Nein, Rom. Unter der Abkürzung DLR kennt man das Deutsche Zentrum für Luft und... Raumfahrt. Ja. In welcher Spintersportart ist Felix Loch erfolgreich? Weiter. Rodeln. Was für ein Tier ist Thekla aus der Kinderserie Die Biene Maya? Jo. Welches ist das einzige Metall, das bei Raumtemperatur flüssig ist? Quecksilber. Ja. Aus welchem Land stammt der Erfinder Alfred Nobel? Schweden. Ja. Welche Politikerin trat 1990 als britische Premierministerin zurück? Fletcher. Jawohl. Welches im 15. Jahrhundert errichtete Bauwerk ist das Wahrzeichen der Hansestadt Lübeck? Holstentor. Jawohl. Wohin wird die Hexe im Märchen Hänsel und Gretel geschubst? In den Ofen. War das noch drin? Ja. Sicher. Ja. Auf jeden Fall. Natürlich. 14 richtige. Sehr gut. Das war schon auf der Seite der besseren Kandidaten. Kann man schon mal deutlich sagen. Sehr gut. 14.000, darum geht es. Entweder für einen guten Zweck oder aber für die, die zu Hause mitspielen, wenn sie die ARD-Quiz-App haben. Denn der Quiz-Olymp spielt für alle Quiz-Mitspieler zu Hause. Und loslegen wir. Hier sind die ersten drei Kategorien. Ich habe im Labor Sport und Freizeit und Körper und Geist. Unser Olymp darf sich zunächst entscheiden, jeder für sich. Marie, ganz mutig, die Horror-Kategorie für 90% der Deutschen im Labor. Eckhard Freise sagt, nee, Sport und Freizeit. Und Thorsten sagt, Sport und Freizeit. Ihr überlegt euch... Ja, schön. Alle sind scheiße. Alle, was denn? Alle scheiße? Können wir nicht irgendwie TV und was weiß ich... Also Chemie war in der Schule nicht so euer... Chemie ist null. Ich bin schon mal in der Photosynthese ausgestiegen. Gut, genau. So, was nehmt ihr denn? Wen? Sport und Freizeit. Und ja. Gegen wen dort oben? Was meinst du, wen nehmen wir? Den Herrn Professor, oder? Den Herrn Professor. Der wird am nettesten, ne? Ja, ja. Okay, Professor Eckhard Freise. Der weiß, worum es geht, ja. Der weiß, worum es geht. Der weiß, dass es um einen guten Zweck geht. Ja.
Die Frage Sport und Freizeit Nummer 1 lautet: Wie wird eine Mannschaft spöttisch genannt, die immer wieder in verschiedene Ligen auf- und absteigt? Sind das ein Rolltreppenteam? Ist das ein Paternoster Boys? Die Fahrstuhlmannschaft oder Lift-Jungs? Ihr könnt euch jetzt unterhalten, er hat eingeloggt. Ja, wir brauchen nicht, oder? Arminia Bielefeld, ich bin ja Bielefelder. Und da bin ich aber sowas von dem Thema. Also insofern ist es ganz klar, also da ist vielleicht der eine oder andere Paternosterboy dabei, aber es ist natürlich ganz klar die Fahrstuhlmannschaft. Ja, dann müsst ihr das mal eindrücken, so. So, und das machen wir ganz kurz und knapp. Jo. Liftmannschaft oder Fahrstuhlmannschaft, die immer rauf und runter ist. Völlig richtig, passt, jawohl. Okay, 1-1, zweite Frage, Sport und Freizeit zunächst für Eckart. Sie lautet: Der 57-jährige Phil The Power Taylor, der 2018 seine Profikarriere beendete, gilt als lebende Legende in welcher Sportart? Beim Snooker, bei Darts, beim Pokern oder beim Bowling? Haha! Der Eckart zockt manchmal auch, indem er so tut, als wenn er es nicht weiß. Ich weiß aber nicht, was Tim Adler zu tun. Wir wissen es. Wir wissen es. Boom. Ja. Guckt ihr das auch so gerne? Immer mehr Menschen. Ja. Das ist echt toll, ne? Ich hatte mal eine Kneipe mit Dartscheiben. Das macht echt Spaß. Das ist echt, ne? Der hat ja die Sportart auch bekannt gemacht. Und solche und Ikonen. Und Sport. Ich meine, guck die Jungs mal an. Ja, ja. Ein einiges Reis, ne? Das einzige Problem ist, dass das die falsche Antwort ist. Nein. Ah, nee. Es ist natürlich die richtige Antwort und Eckart hat es auch gewusst. 2-2. Jawohl. Letzte Frage, Sport und Freizeit lautet: Welchen Weltrekord hält Sabine Lisicki seit 2014 im Damen-Tennis? Oh. Längste Siegserie, meiste Doppelfehler, schnellster Aufschlag oder höchstes Preisgeld, das sie gewonnen hat? Ich bin gespannt, ob das der Herr Professor weiß. Also wenn da jetzt stehen würde, kürzeste Beziehung, dann wüsste ich's. Aber also ich habe noch nie gehört, dass die irgendeinen Weltrekord, also schnellster Aufschlag, weiß ich nicht. Also längste Siegesserie definitiv nicht. Meinst du nicht? Nee, höchstes Preisgeld glaube ich auch nicht. Was haben Sie denn getippt? Er wird es nicht sagen, ich kann dir nur so viel sagen, er hat die richtige Antwort genommen. Er hat die richtige Antwort, welche war das denn? Soll ich 10 Sekunden ab jetzt. Ich habe keine Ahnung. So, mach Doppelfehler nehmen wir. Ich weiß es nicht. Ihr habt noch 5 Sekunden. Komm, dann mal längst. Noch 2. Wenn du meinst, das wäre so. Nice. Längste Siegesserie. Es war der 29. Juli des Jahres 2014 beim WTA-Turnier in Stanford in den USA. Da schaffte sie etwas Unglaubliches, nämlich eine Geschwindigkeit von 210,8 Stundenkilometern, einen Aufschlag ins Feld zu knallen, was vorher niemand geschafft hat. Der alte Rekord war von Serena Williams. Oh. Ja, und den hat sie eingestellt. Tatsächlich der schnellste Aufschlag. Aber da waren wir ja so weit weg. Ja, war da weit weg. Aber Eckart Freise hat es gewusst und hat es genommen. Hat es auch gewusst oder nur aus? Nein, ich weiß nicht. Gewusst. Gut. Viele kennen. David. Also, es ist ja eigentlich ein tolles Ergebnis für Bielefeld. 2-3, da ist noch alles drin. Ja, das ist schon locker. Ja, wir kommen ja hinten immer ganz gut raus. So, ihr könnt dafür jetzt eine Kategorie aussuchen, die zunächst Eckart Freise spielen muss. Diese drei habe ich für euch im Angebot. Macht und Geld, TV-Serien und die 70er. Ja, klar. Also, wollt ihr einen Tipp oder? Nee, wir nehmen definitiv TV-Serien. Ja, das ist, glaube ich, sehr gut. Ja, klar. Nehmt das mal. Erste Frage lautet: Die deutsche Synchronstimme von Chuck Norris in Walker, Texas Ranger gehört auch zu Spongebob Schwammkopf, Benjamin Blümchen, Samson aus der Sesamstraße oder Willi aus Die Biene Maya. SpongeBob ist Santiago Zisma definitiv nicht. Samson auch nicht, weil den habe ich mal kennengelernt. Dann ist es Benjamin Blümchen, weil Willi glaube ich auch nicht. Der redet ja so quiekig, obwohl das weiß man nicht. Ne? So, was meint ihr? Benjamin Blümchen. Doch, würde ich auch sagen. Ja? Ja. Ja, los. Oh, Benjamin Blümchen? Könnte gut sein. Ja. Ich bin der Texas Ranger. Chuck Norris. Ich bin Chuck Norris. So.
Ich finde, das ist wirklich, wenn man das als Eltern erleben durfte auf langen Autofahrten, die Kinder hören zum 10. Mal dieselbe Benjamin Blümchen. Schlimm ist, wenn dich der Polizist anhält und du sagst, weil du schon so malat bist im Kopf, ne? Also, ihr sagt Benjamin Blümchen, das sieht nun Eckhard Freise ganz anders. Er sagt Samson aus der Sesamstraße. Seit 1991, und zwar ab Folge 81, synchronisiert die Stimme tatsächlich Töre Benjamin Blümchen. Jürgen Kluckert, so heißt der Mann. Damit steht es 3-3. So sieht's aus, Herr Professor. Wir spielen zweite Frage TV-Serie. Die lautet, um die Belegschaft des Johannes-Thal-Klinikums in Erfurt dreht sich seit 2015 die ARD-Serie In aller Freundschaft, die Chefärzte in aller Freundschaft, Ärzte im Praktikum, in aller Freundschaft, die jungen Ärzte oder in aller Freundschaft, Ärzte mit Leidenschaft. Auf jeden Fall. Das ist einfach, denken sich viele. Es gibt ja, glaube ich, zwei von In aller Freundschaft, ne? Zwei Serien sogar. Es gibt den Klassiker In aller Freundschaft und dann gibt es halt ein Spin-off. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die jungen Ärzte sind. Dann lock doch irgendwas ein. Ich mach's einfach. Ja, du bist... Ich mach das einfach. Ich kann euch sagen, dass das der Herr Professor auch genommen hat. Der hat das auch genommen? Der hat das auch genommen. Ja, Bombe, dann können wir ja nichts falsch machen. Das ist richtig, jawohl! Hammer! Der Herr Profit liegt nur. Ja. Wir spielen die letzte Frage TV-Serie. In der Rolle welches Detektivs wurde Benedict Cumberbatch international zum Star? Tom Barnaby, John Luther, Sherlock Holmes oder Kurt Wallander? Sagen Sie doch mal Stopp. Wenn ich den nicht weiß, dann wäre ich, glaube ich. So. Bitte? Ja, also John Luther wird gespielt von Idris Elba. Tom Barnaby sagt mir nichts. Kurt Wallander ist, glaube ich, selber Sherlock Holmes. Tom Barnaby ist John Nettles. So sieht es nämlich aus. Und Sherlock Holmes. Ganz dann, klar. Dann, so. Großartig. Seit 2010, damals zum ersten Mal. Beide haben es genommen, nämlich Eckhard Freise auch. Ist richtig, Sherlock Holmes, jawohl. Damit Respekt, das erste Duell. 5-5. Das heißt, wir haben dann gewonnen, ne? Eigentlich gewonnen, moralisch gewonnen. Eigentlich schon gewonnen. Marie ist noch im Rennen und Thorsten ist noch im Rennen. Also sage, beides keine einfachen Gegner, aber das kann man durchaus durch eine Kategorie, die jetzt gewählt wird, korrigieren. Als da im Angebot wären für die nächste Runde. Deutschland, draußen im Grünen und Glaube und Religion. Marie sagt Glaube und Religion. Sehr schön. Thorsten sagt Deutschland. Wollt ihr gegen Thorsten oder gegen Marie? Hallo, wir sind gerade am Beraten. Entschuldigung, ja, da macht weiter. Mir hat man im Vorgespräch gesagt, wir sollen uns auch mal beraten. Aber laut, damit wir alle was davon haben. Also, ich wäre für Deutschland. Ich nicht. Hoppla, was machen wir? Schnick, schnack, schnuck, du hast gewonnen. Deutschland? Ja, wir weiß ich gar nichts. Gut, wir spielen Deutschland. Thorsten darf zunächst antworten. Erste Deutschlandfrage lautet für Sie, für euch. Im Wettersteingebirge findet man Deutschlands kürzesten Fluss, höchsten Berg, tiefsten See oder größten Eichenwald. Oh. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ich bin ja viel auf Tour, aber Wettersteingebirge habe ich noch nie gehört. Also rein vom Gefühl würde ich sagen, höchster Berg. Ich auch. 10 Sekunden laufen. Laufen gar nicht. Höchster Berg. Ich kann euch jetzt sagen, das ist das Tolle, wenn man jetzt mit Thorsten spielt. Ich muss nichts mehr sagen, weil er alles weiß. Bitte, Thorsten. Ja. Höchster Berg Deutschlands wäre die Zugspitze. Ah, die ist drum Karwendel. Ist der gemeint? Ist das jetzt eine Frage, oder? Aber das Karwendel ist Teil des Wettersteingebirges. Also richtig? Ja! Ja, sagt er, ob das jetzt stimmt, weiß da kein Mensch. Ja, ich laber mir auch ganz viele Sachen schön. Was sagt denn Herr Pilawa? Entschuldigung. Palawa. Los, Herr Pastefka. Was du, das ist alles. Los jetzt.
Das war das ist, also er hat es genommen, ihr habt es genommen, das ist richtig. Yes! Und alles, was Thorsten hat, das stimmt auch noch. Guck mal, zweite Frage, Deutschland. Boah, ich bin voll am Schwitzen. Welche, in Anführungsstrichen, Einwanderer sorgten im Sommer 2017 auf den Straßen Berlins für Aufregung? Japanische Affen, ukrainische Wölfe, peruanische Papageien oder amerikanische Sumpfkrebse? Zeit läuft. Ich habe von Krebsen oder sowas habe ich gehört, dass da in Berlin irgendwelche Krebse da aufgetaucht sind, aber auf der Straße glaube ich eher weniger, oder? Da waren also, Papageien, das ist doch in Köln. Da fliegen ja, auch diese Halskrausen, so grüne, die so haben wir in Düsseldorf genau. auch. Genau. Also japanische Affen, ich weiß nicht, das ist rassistisch. Das sind ja die mit den, das finde ich nicht in Ordnung. 10 Sekunden ab jetzt. Wölfe, oder? Macht Sinn, oder? Ja, ist am logischsten. Okay, das wird wahrscheinlich falsch sein. Ich höre ja die ganze Zeit, zum Glück, ihr redet jetzt zumindest laut miteinander, das ist sehr schön. Und das Schlimme ist, dass er die ganze Zeit das Richtige sagt und dann etwas nimmt, wo ich sage, wow. Wir gucken uns diese ukrainischen Wölfe mal an, wir haben ein Foto. Mist! Ja, du sagst das doch auch noch, ich habe da was gelesen. Mist! Ja! Mist! Oh. 3000 Exemplare von diesen Krebsen hat man gefunden in der Tiefgarage rund um die spanische Botschaft. Was uns das jetzt zu sagen hat, weiß ich auch nicht. Aber der Olymp, und das ist das Gute für euch, ja? Und das freut uns immer so. Thorsten, was war das denn? Hab ich nicht mitbekommen. Nicht mitbekommen. Ja, wie großartig bist du denn? Ja. Und ich bin dann logisch vorgegangen und natürlich auch bei dem Wolf-Problem gelandet. Ja, natürlich, da kannst du jederzeit. Was will er? Was will er? Ja. Wie oft wollen wir es noch machen? Von mir aus jedes Mal. Ja. Yes! Er hat auch die ukrainischen Wölfe so wie ihr genommen, weißt du, weil man so viel über die Wölfe gehört hat, hat man das gehört. Ja, natürlich. Ja. Aber Marie, du bist ja Berlinerin, hast du das mitbekommen? Ja, das mitbekommen. Es gab sogar, glaube ich, Leute, die versucht haben, die dann zu fischen und zu essen danach. Also, ja. Also du hättest die richtige Antwort gegeben. Ja. 6:6, letzte Frage. Was betrug in Deutschland 2016 im Durchschnitt rund 16,9 Kilometer? Die Laufdistanz eines Fußballprofis, Arbeitsweg eines Berufspendlers, Länge von Autobahnstaus oder die Strecke von Busfahrgästen. Bitte schön, Thorsten. Ei, ei, ei. Also, Fußballprofi läuft dann im Schnitt keine 16 Kilometer. Das kommt auch so auf 10 Kilometer, glaube ich, oder? Du bist ja der Fußballprofi. Ja, aber ich gucke mir doch nicht an, wie viel die da laufen. Ich gucke, was die da für Tore schießen. Länge von Autobahnstaus, ich meine, wir sind ja echt viel unterwegs. Naja, aber im Schnitt, ich glaube, dass das, also erstmal ist es ja eh tagabhängig und, weiß ich nicht, Arbeitsweg, glaube ich, ist auch länger. Wenn ich als Außenstehender eure Beziehung versuche zu interpretieren, ja, dann würde ich so sagen, dass Ingo so ein bisschen den dominanten Part innehat, nicht? Das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal. Soll ich mich zurücknehmen? Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich, ist mir nur so Schatz, aufgefallen. Was macht das jedes mit Mal, dir? Jedes Mal, wenn Markus versucht, was zu sagen, fällst du ihm schon ins Wort und korrigierst ihn. Ich halte mal jetzt die Klappe, Markus. Gut, dann würde ich sagen, die Autobahnstaus. Dann nehmen wir die. Wieso das denn jetzt? Weil Sie wollten, dass ich den Mund halte. Plötzlich sind wenn wir wieder beim Falsch geantwortet was? Haben, sind Sie schuld. So. Andersrum. Das war schön dominant. Ja. Das war schön dominant. Gut, also Arbeitsweg eines Berufspendlers ist das, was Thorsten genommen hat. Wahrscheinlich. Strecke von Busfahrgästen sind 6,3 Kilometer. Die Laufdistanz eines Fußballprofis sind immer zwischen 10 und 11 Kilometern. Den Saisonrekord mit 14,01 Kilometern hält ein Spieler von Werder Bremen. Also das ist es auch nicht. Also, Arbeitsweg eines Berufspendlers oder Länge von Autobahnstaus. Die Länge von Autobahnstaus sind in Deutschland 2 Kilometer. Es ist der Arbeitsweg eines Berufspendlers. Sorry. Und das hattest du am Anfang gesagt. Ja. 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 So, ihr sucht jetzt die Kategorie aus, die jetzt Thorsten zunächst spielen muss. Das sind die drei, die wir hätten.
Mode, Essen und Trinken und Wunder der Technik. Das war so lustig. Wir haben es gesehen und haben uns gleich wortlos zugenickt. Das, was wir beide am besten können, ne? Genau. Das nehmen wir modisch jetzt. Aussehen. Modisch aussehen. Also, was nehmen wir? Ja, Essen und Trinken. Essen und Trinken. Gut, Thorsten fängt an, Essen und Trinken. Erste Frage. Wer auf Hawaii eine Pupu-Platte bestellt, der bekommt eine Auswahl an Vorspeisen, ein Schokoladendessert, ein Nudelgericht oder einen Bohneneintopf, Thorsten? Pupu und Bohnen, hallo. Ja, eine Bohne Pupu. Ja, da ist ja. Ach ja. Was meint ihr denn? Eine Pupu-Platte. Also Nudelgericht, Schokolade. Also ich wäre auch für Bohnenantopf. Aber es ist keine Platte, ne? Ne, eben. Also logischerweise. Ja. Eigentlich wäre Vorspeisenplatte. 10 Sekunden ab jetzt. Schokoladenplatte und gehört Nudelplatte auch nicht. Und Bohnenplatte auch nicht. Aber was? Ja, das andere wäre der Pupu-Topf, ne? Also Bohnen. Ja, also. Genau. Da haben wir uns jetzt so ein bisschen lang gehangelt. Ja. Der Thorsten sagt, ne, ein Nudelgericht. Pupu ist das hawaiianische Wort für Appetizer oder Vorspeise. Die richtige Antwort ist eine Auswahl an Vorspeisen. Jawohl! Yes. Es ist wieder Gleichstand. Es ist wieder Gleichstand. 7-7. Also ich meine, das ist ja schön knapp hier. Zweite Frage. Welches dieser Fette hat den höchsten Rauchpunkt und ist somit am besten zum gesunden Braten in der Pfanne geeignet? Gesalzene Butter, natives Olivenöl, rohes Leinöl oder raffiniertes Sonnenblumenöl? Ich glaube, Thorsten ist kein Koch. Eben. Da bin ich raus. Da bist du raus, ne? Ja, gut. Was ist der Rauchpunkt? Ein Rauchpunkt heißt, wenn du Fett in der Pfanne hast, dann fängt das ja irgendwann zu verdampfen. Okay. Also das ist der Punkt, wenn es anfängt zu brennen eigentlich. Zu brennen, genau. Und das heißt, Frittierfett zum Beispiel hat einen höheren Rauchpunkt oder einen höheren Rauchpunkt als so bei Leinöl, glaube ich nicht. Olivenöl glaube ich es auch nicht. Aber ich würde fast sagen, das Sonnenblumenöl. Zeit läuft! Was meinst du? Ja, wie auch sagen. Ich möchte jetzt nicht zu dominant sein. Mach, drück. Alte Zicke. Das ist so ein altes Ehepaar. So. Thorsten meint das Olivenöl. Thorsten, sag mal, was ist denn mit dir los? Olivenöl. Ging doch durch die Presse. Zwar wahnsinnig gesund, aber tatsächlich nicht nehmen, weil da ein Rauchpunkt bei 175 Grad liegt und das ist dann eigentlich nicht die richtige Temperatur. Es gibt ja ein Öl im Angebot, das erst bei 230 Grad anfängt zu rauchen und das ist das Sonnenblumenöl. Jawohl! Sie führen! Dritte Frage. IPA und Imperial Stout sind besondere Sorten von Wodka, Bier, Gin oder Wein? Oh, da wusste das Thorsten sofort. Stout ist doch ein Stout. Stout ist eigentlich Bier, ne? Ja. Ja, klar. Ja. Zeit läuft! Ja. Bier? Warum machst du mit der Nase? Bier! Thorsten hat sofort gewusst. India, Pale Ale. Ja, ja. Imperial Stout. Gut, also er hat auch Bier genommen. Bier ist richtig, jawohl. Ihr führt immer noch. Damit. Wow. Ja. Ja. Ihr könnt sagen, wir haben das Duell über zwei Runden gegen Thorsten Zirkel gewonnen. So, das Schöne für Marie besteht jetzt darin, sie darf dir die Kategorie aussuchen. Und zwar aus diesen dreien darf sie wählen. Aus dem Leben, Kinofilme und die 80er. Oh, nicht alles deine Lieblingskategorien. Nee, Not, Elend und nochmal Elend. Verdammt. Und was nimmst du? Ah, aus dem Leben. Gut. Aus dem Leben, erste Frage lautet.
Fährt man innerorts über 70 Stundenkilometer schneller als erlaubt, erhält man 2 Punkte in Flensburg, 680 Euro Strafe und ein Fahrverbot von 2 Wochen, 6 Wochen, 3 Monaten oder 6 Monaten. Bitte, Marie. Ach, du bist ja Juristin. Tja, wir nehmen den 50-50-Joker. Ja. Zwischen welchen pendelt ihr denn hin und her? 3 und 6 Monaten. Zwischen 3 und 6 Monaten. Okay, ich verrate nichts, wenn ich sage, 3 oder 6 Monate ist richtig. Also ich musste immer für 1 Monat meinen Lappen abgeben und war auch mal. Ich auch. War auch schon mal kurz vor dem Idiotentest da irgendwie. Ich habe schon Punkte abgebaut in der Fahrschule. Wow. Ja, ehrlich? Super, ja klar. Oh. Wir sind noch ein paar Kilometer unterwegs so im Jahr. Das stimmt. Zeit läuft. Wir sind noch Fernfahrer dazu. Sag was. 3 Monate oder 6 Monate? Haut drauf. 6 Monate, dafür haben sich unsere Comedians entschieden. 3 Monate, sagt unsere Juristin Marie. Warum nur 3? Ich finde, wer so schnell, 70 zu schnell in der Ortschaft? Boah. 3 kommt mir auch schon ganz schön viel vor. Und dann dachte ich... 6 ist noch, wäre noch mehr. Ja. Gut. Marie, ich weiß, wie du dich fühlst, weil ich dir das jetzt sage. Die richtige Antwort ist... 3 Monate! Ja. Damit steht es wieder 9-9. Gut, also mal auf, zweite Frage aus dem Leben. Was gilt traditionell für eine Schiffstaufe hierzulande? Taufen finden nur freitags statt. Alle Gäste tragen grün. Es gibt den Taufspruch Schiff ahoi oder nur Frauen dürfen taufen. Marie. Oh, das ist aber... böser Hinweis. Sehr schön. So, was meint ihr? Nur also, Frauen dürfen. Ich ja, eigentlich gesehen, müsste da Mann stehen, nur Barbara Schöneberger darf die taufen. ja. So, Zeit läuft. Ja. Nein. So, nur Frauen dürfen taufen, sagt ihr beide. Jetzt werdet ihr euch gleich wundern, weil Marie, unser Quizass, die beste weibliche Quizzerin Deutschlands, sagt, nee. Taufen finden nur freitags statt. Ich dachte, was das lässt war sich das glauben? Also ich habe mir die Schiffstaufen ins Gedächtnis gerufen, die ich schon mal gesehen habe. Und da habe ich schon Männer taufen sehen. Und grün ist mir jetzt auch kein prägnanter Faktor da gewesen. Insofern habe ich geschwankt zwischen Schiff Ahoi und freitags. Und da fand ich Schiff Ahoi irgendwie ein bisschen platt. Das Fiese an der Frage ist, was gilt hier traditionell für eine Schiffstaufe hierzulande? Steht ja nicht da, wenn da Deutschland stehen würde, würde man vielleicht sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Es gab einmal eine Ausnahme und das war Richard von Weizsäcker. Der durfte das, was ansonsten keine Männer dürfen. Tatsächlich Schiffstaufen in Deutschland immer durch die Frauen. Ja, ihr führt wieder. Aus dem Leben die letzte Frage lautet... In wessen Berufsalltag kommen am ehesten Klischees zum Einsatz? Beim Drucker, beim Konditor, beim Schuhmacher oder beim Kutscher? Okay. Wo ist ein Klischee? Glaub Konditor. Bin mir aber nicht sicher, ich möchte jetzt nicht hier... Kutscher, den Beruf gibt es auch gar nicht mehr. Kutscher, Klischee. Ich würde auch Konditor. Also ich würde sagen, ja, das ist irgend so ein... Zeit läuft. Ja. Die dümmsten Konditoren haben die dicksten Die dümmsten Konditoren haben die dicksten Klischees. Beim Konditor. Gut. Ja. Marie sagt Drucker. Ja, Klischee ist für mich was Vorgefertigtes, was man dann sozusagen aufstempeln kann oder aufdrücken kann. Und da habe ich mich beim Drucker gesehen. Boah. Druckstock und Druckplatte. Klischees. Sie hat recht, jawohl, sauber. Das ist schön spannend mit euch. 10-10. Boah, sehr gut. Also für die Dramaturgie der Sendung perfekt. Ihr macht das genau richtig. So wie wir es vorher besprochen haben. Ja, genau. Nicht immer alles wissen, auch mal was falsch geben. Nee, ist oder so. Ist ich habe aber ganz viele Antworten, die ihr mir gegeben habt, vergessen. Guck mal, wir haben die 3 Kategorien. Wählt sie aus. Marie darf zuerst antworten. Danach seid ihr immer dran. Ich hätte Zeugen der Zeit,
die absolute Lieblingskategorie von Marie. Rund um die Welt, die absolute Lieblingskategorie von Marie. Und Bücher und Wörter, die absolute Lieblingskategorie von Marie. Mach was, ist alles egal. Rund um die Welt. Ja, los. Rund um die Welt. Rund um die Welt. Gut. Okay, sie freut sich. Das waren noch. Wirklich alles Kategorien. Noch. Erste Frage rund um die Welt. Welche ist die flächenmäßig kleinste Hauptstadt in der Europäischen Union? Ist es Valletta auf Malta, Nikosia auf Zypern, Sofia in Bulgarien oder Vilnius in Litauen? Sag mal, stopp. Naja, da kann man doch das eine oder andere vielleicht ausschließen. Naja, komm. Malta. Zehn Sekunden ab jetzt. Ja, ich bin raus. Oh, Malta. Marie hat es sofort genommen, auch Malta. Wissen? 0,8 Quadratkilometer groß. Ich habe das auch nur so gerade abgerufen in meinem Lernen. Hab gesagt, komm. Nikosia 111 Quadratkilometer, Sofia 482 und dann hätten wir noch Vilnius in Litauen 400 Quadratkilometer. Also tatsächlich, Malta, Valletta ist richtig. Hammer. Das ist die Nadel, Alter. Ja, schon super. So, was können die Schweden per SMS abwickeln, möchte ich wissen. Und zwar Sperrmüll abholen zu lassen, beim Amt ummelden, das Parlament wählen oder die Steuererklärung einreichen. Was kann man in Schweden per SMS machen? Ich glaube, ich hätte gelesen beim Amt ummelden. Bitte? Ich meine, ich hätte mal gelesen beim Amt ummelden. Die haben ja irgendwie alles irgendwie so digitalisiert. Steuererklärung, da musst du zu viel machen. Parlament wählen ging ja auch. Oder Amt ummelden. Aber ich meine, das würde irgendwie da einfacher gehen. Ich hätte das mal gelesen, dass das bei uns immer so kompliziert ist. Du musst ja von Pontius zu Pilatus und dann irgendwie, ne? Und, Zeit läuft. Also, Parlament oder Amt? Sag was, du hast immer eine gute Nase. Ich habe eine Nase, ja. Beim Amt ummelden. Okay. Oh. Marie hat was anderes genommen. Marie hat genommen, Sperrmüll abholen zu lassen. Das wäre praktisch, ne? Sofa. Ja, es war für mich das Einzige, wo man keinen gesicherten Zugang mit Registrierung braucht, weil bei uns geht vieles von dem ja auch schon digital, also Steuererklärung zum Beispiel, ja. Aber da braucht man ja dann eben diesen Elster-Registriercode zum Beispiel. Ja, sehr gut. Und? Ja. Das war falsch, oder? Ja. In Deutschland, glaube ich, dauert das noch ein bisschen. Nein, in Schweden gibt es wirklich was ganz, ganz Tolles. Und zwar machen die es so, dass für jeden, der dort registriert ist beim Finanzamt, eine Steuererklärung vom Staat, vom Finanzamt ausgefüllt wird. Das wird dir übermittelt. Und wenn du damit einverstanden bist, schreibst du einfach eine SMS, ist so in Ordnung, können wir so machen. Und damit kann ich die Abwicklung der Steuererklärung via SMS machen. Stimmt wirklich. Damit habt ihr keinen Punkt, aber Marie hat auch keinen Punkt. Steuererklärung einreichen, wir verstanden. Aber vollkommen einfach. Irre, ne? Alle, ja, wo bleibt denn da der Steuerberater? Wo bleibt der Steuerberater? Ja, das geht ja gegen meinen Berufsethos. Stimmt, du wirst gerade Steuerberaterin. Ich glaube, du konntest es eigentlich tatsächlich nicht nehmen. Das sei dir jetzt gut geschrieben. Aber du bist ja auch nicht in Schweden tätig. In Deutschland wird der Steuerberater nie abgeschafft. Letzte Frage rund um die Welt beim Punktestand von 11:11. Das ist super. Lautet, was kann man im UNESCO-Welterbe Wadi al-Hitan in der ägyptischen Wüste besichtigen? Fossile Walskelette, unterirdischen Süßwassersee, den höchsten Wasserfall Afrikas oder eine Mumie von Tutanchamun? Wow. Pass auf, darf ich euch ein bisschen Mut machen? Wenn ihr jetzt die richtige Antwort geben solltet, führt ihr. Das ist ein Klugscheißer, kann das sein? Das ist ein Klugscheißer. Mann, Ich meine mal in Ägypten von einem Süßwassersee. Das war auch mein erster Gedanke. Ihr habt einen unterirdischen Süßwassersee genommen. Ja. Ich habe eben gesagt, wenn ihr die richtige Antwort gebt, führt ihr. Das heißt ja, dass Marie die falsche Antwort genommen hat. Marie hat die Antwort genommen, unterirdischer Süßwassersee. Seit 2005 zum UNESCO-Kulturerbe gehört tatsächlich in Ägypten das Tal der Wale.
Tatsächlich kann man da Walknochen sehen. Ja, natürlich nicht so die Wale, die wir von heute kennen, sondern ganz, ganz alte, als da eben noch Wasser war. Deshalb fossile Walskelette die richtige Antwort. Damit haben wir einen Punktestand von 11 zu 11. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. Und bei Punktgleichstand ist es ja im Grunde genommen folgendermaßen, die Prominenten dürfen anfangen. Wer spielt denn von euch das Finale? Das will dann immer keiner, ne? Das mache ich, ja. Du machst es? Ja. Möchtest du denn Gold oder Silber? Nein, ich möchte nicht, aber bitte? Gold oder Silber? Gold. Ja, ja. Gold. Gut. Wer dann nachher das Finale spielt, das werden wir gleich erstmal klären. Wir spielen erst einmal das Finale mit Markus Maria Profittlich. Bitte komm nach vorne. Ich jetzt Silber. Ach so. Ich bin farbenblind. Ist klar. Weißt du, du hast ja recht. Du hast gesagt, ja, Gold. So. Es sind 11 Punkte, die ihr erspielt habt. Das heißt, es gibt 11 offene Fragen. Frage Nummer 1. Du hast immer nur 5 Sekunden zum Antworten. Die erste Antwort muss sitzen. Darfst nicht korrigieren. In welchem Drama von Goethe wird die Gretchenfrage gestellt? Faust. Richtig. Frage 2. Welchen Frauennamen trägt der Fußball-Erstligist aus Berlin im Namen? Hertha. Jawohl! Bei welchem Schweizer Nationalgericht nutzt man das Caquelon und das Réchaud? Fondue. Richtig! Frage 4. Welche Partei schaffte unter ihrem Vorsitzenden Christian Lindner 2017 FDP. Ein... Richtig, FDP. Ja. Was ist die offizielle Währung der Insel Réunion im Indischen Ozean? Euro. Richtig! Oh. Zitter auch schon. Ja. Frage 6. Wie lang ist der Umfang eines Quadrates, wenn die Seite 4 cm 16. lang. Richtig! Oh. Um was für ein Kleidungsstück handelt es sich bei Chinos? Mützen. Nein, Hosen. Chinohosen. Ja, 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 ja. Das ist ja nicht schlimm. Doch. In welcher Sportart übernahm der Deutsche Dimitri Ovtcharov im Januar 2018 die Spitze der Weltrangliste? Tischtennis. Richtig! Ja? Ja! Hey. Wo kam denn das her? Von ganz unten. Ganz. Sensationell. Frage Nummer 9. Welches Tier verwendete der Physiker Erwin Schrödinger in seinem weltberühmten Gedankenexperiment? Krake. Fast, Katze. 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 Ja. Ja, ich war am Überleben. Krake, okay. Welche deutsche Großstadt hat die meisten Brücken in Hamburg. Europa? Richtig, Hamburg. Letzte Frage. An welchem Instrument findet man Hi-Hat und Tom-Tom? Schlagzeug. Richtig, jawohl! Sehr gut, 9 richtige von 11. Oh. Wen trifft es gleich im Finale? Einer spielt es, wir werden die Lösung gleich offenbaren nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Sehr gut. Willkommen zurück, heute Doppelfolge vom Quizduell Olymp. Spannender geht's kaum. Unsere Comedian ist sich wunderbar geschlagen. Markus Maria Profittlich eben das Finale gespielt. Es gab 11 Fragen. Er hat 9 richtig beantwortet. Und jetzt geht's darum, gegen wen der Olympioniken, ja, spielt er denn? Das entscheidet wie immer das Los. Wer möchte ziehen? Oder vorne? So, ziehen Sie mal. Wirklich die. Drehen Sie bitte in die Kamera. Es ist schon wieder Thorsten. Mann, gut.
Thorsten, komm runter. So, Thorsten. Ja. Man muss dazu sagen, du hast noch kein Finale bisher verloren. Jupp. Jetzt werden Ingo und Markus Maria sagen, ja, das ist für einen guten Zweck. Mal, ne? Es geht um 14.000 Euro, entweder für den guten Zweck oder 14.000 Euro für Team Deutschland, die heute mit der App mitgespielt haben. Frage Nummer 1. Ist etwas sehr modern, dann bezeichnet man es redensartlich auch als der letzte Schrei. Jawohl. Der Hund welcher Zeichentrickfamilie hört in der deutschen Version auf den Namen Knecht Ruprecht? Meine Lieblingszeichentrickserie, die Simpsons. Das stimmt. Welche künstliche Wasserstraße trägt im Englischen den Namen Kiel Canal? Das ist der Nordostseekanal. Das war richtig. Mateusz Morawiecki ist seit September 2017 Ministerpräsident welches Landes? Polen. Das kam in der letzten Sekunde, Polen. Das war zu spät, glaube ich. Ja. Ich glaube, es war zu spät. Das ist richtig, Polen. Aber es war zu spät. Das O in der bei Autofahrern bekannten Abkürzung STVO steht für welches Wort? Ordnung. Ist das halbe Leben und ist richtig. Jawohl. Ja. Frage 6. Ihre wievielte deutsche Meisterschaft gewannen die Fußballer des FC Bayern München in der Saison 2016-17? Die 27. 27? Wie kommst du darauf? Sie haben fast die Hälfte aller Bundesligamannschaften gewonnen, eine davor, also. 27 ist richtig. Was für Nussfrüchte sind Maronen? Kastanien. Esskastanien. Ja, Esskastanien ist richtig. Der Aconcagua ist der höchste Berg welcher Gebirgskette? Der Anden. Das ist richtig. Es sind noch drei Fragen. Können wir mal versemmeln jetzt alle. Mit wie vielen Aposteln feiert Jesus in der Bibel das Abendmahl? 12. Richtig. Fragen. Es ist ein Gleichstand. Und wenn du nur bei zwei Fragen noch eine richtig beantwortest, hat der Olymp gewonnen. Wo sitzt beim bayerischen Dirndl traditionell die Schleife, wenn die Trägerin Jungfrau ist? Jungfrau? In der Mitte. Am Rücken, ja. Links, links, rechts. Ja, warte denn jetzt? Ja, warte, links, rechts. Nein, 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 die erste Antwort war ja in der Mitte, von daher. Also, deine Antwort ist mittig. Vorne oder hinten? Vorne oder hinten? Mittig, hinten. Nee, vorne! Ja. Oh. Nein. Letzte Frage, die Entscheidung bringt. Entweder gibt es ein Stechen zwischen euch oder aber der Quiz-Olymp gewinnt. Letzte Frage. Welcher Regisseur drehte die Kinoklassiker Alien und Blade Runner? Ridley Scott. Jawohl, Quiz-Olymp gewinnt mit einem Pünktchen. Torsten, komm. Das ist Bayern München. Ja, oder? 14.000 Euro gehen an die Endspieler. 10 Stück, die mitgespielt haben. Und bleibt mal hier, ihr müsst nicht gleich weglaufen. Thorsten, souverän das Finale gespielt. Du darfst schon mal wieder Platz nehmen. Ja? Denn ihr werdet gleich abgelöst. Heute gibt es ja Quiz der Olymp in Doppelfolge. Herzlich willkommen zur zweiten Runde Quiz der Olymp. Thomas Hermanns und Kristall. Ja, das... Bobbelt die. Geht schon gut los. Komm nach vorne nochmal. So was. Grüß dich. Freut mich sehr. Freut mich auch sehr. Hat das großartig gemacht. Es war gemein, oder? Ja, so die waren gut. Ne? Die waren klasse. So, das heißt aber für euch, ihr müsst es jetzt rocken, sonst also zweimal hintereinander Comedians, die nicht gewinnen, geht nicht. Ah, nur den Druck ein bisschen aufbauen. Da braucht ihr doch. Ja, total. Ich freue mich. Wie warst du in der Schule?
Können wir anfangen? Ja, bitte. Also, wir bedanken uns erst einmal bei euch beiden. Toll gespielt, aber wie gesagt, eine Frage war's. Dankeschön, Ingo Oschmann und Markus Maria Profittlich. Ah. Wir fangen an. Wir spielen Quiz. Okay, dann doch gut. Oh. Ja. Wer darf bei euch beginnen? Oder natürlich möchte? Beginnt aus Respektgründen allein schon mein Entdecker Thomas Hermanns. Oh, ist schön, hast du schön gesagt und ums Alter bist du umgekommen. Dankeschön, Chris. Sehr gerne. Wie lange ist es denn her, dass er dich entdeckte? Das war 2012. Genau. 2012 war ich im Quatsch. Hast du gleich gewusst, dass ja, das wird was Großes? Also ich habe auf jeden Fall gleich gemerkt, dass das Timing stimmt, dass das Thema stimmt und dass er eine sehr sympathische Ausstrahlung hat. Und das Publikum ihn sofort adoptieren wollte, mitnehmen wollte, ist immer eine gute Voraussetzung. Ja, ich kann nur sagen, bei Kristall ist wirklich so, dass mein einer Sohn, als er hörte, dass du heute in der Sendung bist, zum ersten Mal mir das Gefühl gegeben hat, dass ich einen vernünftigen Job mache, weil ich dich treffe. Ja, da habe ich 25 Jahre darauf hingearbeitet. Kannst du mal sehen. So, pass auf. Also, Quizfire. Thomas fängt an. Yep. 90 Sekunden. Es geht immer pingpongmäßig hin und her. Erste Frage lautet: Eine bekannte Geschichte der Augsburger Puppenkiste ist Urmel aus dem Eis. Jawohl. Der chinesische Turm ist ein bekanntes Bauwerk in Münchens englischem Garten. Jawohl. Für welchen NBA-Club spielt der deutsche Basketballstar Dirk Nowitzki seit 1998? Mavericks. Jawohl. Was entfernt ein Epilierer samt Wurzeln? Haare. Jawohl. Ja. Aus der Küche welches Landes stammt die Fischsuppe Bouillabaisse? Aus Frankreich. Jawohl. Die heiligen drei Könige bringen dem Jesuskind laut Matthäus-Evangelium Gold, Weihrauch und? Myrrhe. Jawohl. Myrrhe. Du hast mich tausendmal belogen, ist ein Hit welcher Schlagersängerin? Andrea Berg. Jawohl. Wie viele Spielfiguren stehen beim klassischen Mensch ärger dich nicht maximal auf dem Spielfeld? 16. Jawohl. Jaden Jill und Jace L. heißen die Kinder welcher deutschen Tennislegende? Boris Becker. Nein, Steffi Graf. Ah. Welche Rasse gilt als Schweizer Nationalhund? Pudel. Nein, Bernhardiner. Keine Welche Ahnung. Welche Millionenstadt hieß früher Byzanz und Konstantinopel? Istanbul. Ja. Wer spielt den Casino-Räuber Danny Ocean in drei Kinofilmen der 2000er Jahre? Weiter. Hä? Weiter. George Clooney. Welche Partei hat die meisten Sitze im Deutschen Bundestag? CDU. Ja. Sauron, Arwen und Legolas sind Figuren aus welcher Romanreihe? Weiter. Der Herr der Ringe. An welchem Körperteil trägt man normalerweise ein Collier? Ein Collier? Am ja. Hals? Jawohl. Hoffentlich. Das Geburtshaus welcher bekannten Persönlichkeit befindet sich in der Salzburger Getreidegasse 9? Weiter, keine Ahnung. Mozart! Wolfgang Amadeus Mozart. Aber 11 richtige, 11.000, ist gut. Immerhin. Alles klar. Ja. Schwitzige Hände. Ja. Ja. Wow. Pass auf. Ja. Wir spielen Hauptrunde. Wir kommen mit dem ersten Mal mit diesem kleinen Kuchen, wo Sie diese drei Teile sehen. Das sind die Kategorien, um die es jetzt geht. Sie können jederzeit mitspielen, die ARD-Quiz-App runterladen und mitgewinnen möglicherweise. 11.000 sind im Pott und das sind die drei Kategorien. Mode rund um die Welt und Kunst und Kultur. Bitteschön. Oh, das ist schön. Marie sagt Mode. Thorsten sagt rund um die Welt und Eckart Kunst und Kultur. Ihr habt also freie Auswahl. Also ich denke ja, dass an für sich Mode das Schwerste ist, weil das geht in so alle Richtungen. Das ist schon ziemlich fachwissensmäßig. Rund um die Welt, das können die alle. Also ich wäre fast für das schwere Pariser Fach, Mailänder Fach, New Yorker Fach für die Mode. Das ist dein Thema Mode. Total. Also ich würde mich Thomas anschließen und wir gehen in den Bereich Mode. Ja. Und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Was dann da so kommt. Ja. Gut, wir spielen Mode. Sehr gerne. Mode. So, also wir spielen Mode. Erste Frage. Welches Kosmetikzubehör trägt seinen Namen aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einem Tier? Die Seeigelbürste, der Stinktierpinsel, der Schollenspiegel oder die Storchenpinzette? Oh. Oh. Komm. Sie hat schon geantwortet. Sie hat schon geantwortet. Das war das Tempo, wo wir spielen. Hilfe, Hilfe. Also. Also, Seeigelbürste könnte ich mir sehr gut vorstellen. Du auch? Das ist da eine. Die Storchenpinzette. Die kommt mir so ein bisschen logisch vor, weil so eine Pinzette hat ja so wie so Beine vom Storch vielleicht und damit klippst du das zusammen. Ein Pinsel. Geht um Kosmetikzubehör. Genau, ja, ja. Aber Stinktier pinselt, nimmt man den gerne ins Gesicht? Ich weiß nicht.
Ich pudere mir damit die Nase, stinkt der Pinsel. Oh ja, total lecker. Eine Seeigelbürste, nein. Also wenn 10 Sekunden ab jetzt. Wenn sich einer von uns beiden schminkt, dann bist du das. Also. Deshalb würde ich sagen, da hat er recht, ich gehe auf die Storchenpinzette. Ich mache was ganz Verrücktes. Komm, tu das. Ich mach's. Drücken, ne? Ja. Ja. Gut, Marie war so schnell, klär uns auf. Also es gibt so Make-up-Pinsel, die haben so schwarze Borsten und dann längere weiße Borsten, die so drüber stehen. Schwarz-weiße Färbung sieht für mich aus wie ein Stinktier. Also ich weiß nicht, was das mit Mode zu tun hat, aber gut. Benutzt man für Mineralpuder unter anderem und es genauso sieht der Pinsel aus, den du da beschrieben hast. Und das ist der Stinktier-Pinsel. Jawohl, 1:0 für den Olymp. Gönnen wir Ihnen von Herzen. Das ist ein, ja, wieder ein Spezialwissen, das gerade als Mann. So. Nein, muss man nicht. Kann man, muss man nicht. Zweite Frage. Die chemische Basis welches Kleidungsstücks lässt sich aus der Chicorée-Wurzelrübe gewinnen? Eine Jeanshose, Seidenbluse, Nylonstrümpfe oder Ledergürtel? Also, eine Seidenbluse. Nee, du kannst jetzt, ihr könnt jetzt reden, weil sie hat, ja, sie hat schon, ne? Ihr könnt laut, so laut, laut ihr denken. Wollt. Seide kommt aus Seidenraupen. Das kommt nicht aus Chemie, aus einer Wurzelrübe. Eine Jeanshose. Ledergürtel. Ledergürtel kommt vom Tier. Nylon. Ich glaube, es könnte eigentlich nur ein Nylonstrumpf sein, oder? Eine Jeanshose wird doch aus Baumwolle gemacht. Die chemische Basis von Baumwolle ist doch... 10 Sekunden ab jetzt. Wollen wir Nylonstrümpfe nehmen? Ja, aber was meinst du? Ja, ich habe gar keine Ahnung. Deswegen würde ich mich auf Nylonstrümpfe... Das klingt irgendwie logisch. So, Marie hat etwas anderes genommen. Ah. Was? Das werden wir gleich erfahren. Und was die richtige Antwort ist, auch. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, wir haben eine wahnsinnig spannende Frage aufzuklären. Es geht nämlich darum, die chemische Basis welches Kleidungsstücks lässt sich aus der Chicorée-Wurzelrübe gewinnen? Man muss sagen, dass sich dort Chris und Thomas für die Nylonstrümpfe entschieden haben. Ja? Gemeinhin ein Kleidungsstück, das wir Männer weniger tragen. Außer wenn es passt. Ja, genau. Richtig. Und bei das dir passt sieht das ja auch. Marie ganz anders, die wahrscheinlich häufiger Nylonstrümpfe trägt als wir. Sie hat sich für die Jeanshose entschieden. Ja, weil es auch eine pflanzliche Faser ist. Ah, sehr schlau. Baumwolle, pflanzliche Faser. Warum die aus Chicorée? Das ist sehr gut. Sie grinst schon so fröhlich. Ja, die anderen nicken in der Sag Stadt. Es uns. Komm. Wissenschaftler haben herausgefunden, der Universität Hohenheim, dass man aus dieser Chicorée-Wurzelrübe tatsächlich einen Stoff extrahieren kann, der uns wahrscheinlich in der Zukunft wahnsinnig hilfreich sein wird, weil er auch irgendwann mal Kunststoff, Plastik und Ähnliches ersetzen könnte. Und man kann daraus tatsächlich Nylonstrümpfe machen. Ja! Ja! Ich war schon dabei, eine Jeanshose zu essen mit Chicorée-Geschmack. Ich war schon ganz... Ich war schon bei der nächsten Kochshow. Pass auf, dritte Frage beim Stand von 1:1. Mode lautet, ein berühmtes Zitat von Christian Dior lautet, das Geheimnis der Eleganz liegt in der Schlichtheit, liegt am Geldbeutel des Mannes, liegt jenseits von Gut und Böse oder liegt in der Figur des Trägers. Marie war ganz schnell und ihr dürft euch darüber austauschen. Also ich glaube, dass Dior auf jeden Fall für die Schlichtheit ist, dass er keine Witze machen würde bei Eleganz, also keine Wortspiele. Die Frage ist, was ist die Intention, so etwas zu sagen? Am Geldbeutel des Mannes? Nein, das wäre zynisch. Genau, das muss man nur reich sein. Das stimmt ja nicht, das wissen wir ja. Wie viele scheußlich angezogene reiche Frauen gibt es? Also das kann es nicht sein. Jenseits von Gut und Böse wäre so ein blödes Wortspiel, das macht er nichts. In der Figur des Trägers wäre natürlich so... was zu einem passt, im weiten Sinn aber ist ein bisschen Geheimnis unpointiert für einen 10 Franzosen. Sekunden für euch. Schlichtheit. Ja, Schlichtheit. Also es ist so, es wäre ein schöner Satz. Komm, wir nehmen das. Ist auch unser Motto, ne? Ja. Wir sind ja auch schlicht. Ja, sehr schlicht. Das Schöne ist ja an der Schlichtheit, das kann ja es kann ja die innere Schlichtheit sein, aber auch die äußere Schlichtheit sein. Ich hoffe, er meinte die äußere Schlichtheit. Ach so. Mir ist es egal, was er meint, Hauptsache es ist die Schlichtheit. Die Schlichtheit meint auch Marie. Und das meinte sie innerhalb einem Bruchteil einer Sekunde, weil du schon mal gehört hast. Ja. Super, stimmt, jawohl. Wir lieben Marie. So. Marie ist super. Damit steht es 2:2 nach der ersten Runde. Die zweite Runde entscheidet ihr, was wir denn spielen, als da wären. Zeugen der Zeit. Früher sagte man Geschichte. Kinofilme oder Adel?
Adel Tawil, netter Typ, aber wir nehmen, glaube ich, trotzdem... Ja, der war nicht schlecht, oder? Ich fand ihn auch gut. Ja. Der dann, dauert ein bisschen bei einigen. Ja, nehmen wir Kinofilme? Ich wäre für Kinofilme. Kinofilme, ja, sehr gerne. Thema. So weites Feld. Wir spielen Kinofilme. Erste Frage lautet, in der Ghostbusters-Neuauflage von 2016 sind die Geisterjäger Tiere, Kinder, Frauen oder Geister, Marie? Oh, sehr schnell. Dum, 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 dum. Who they call? Ich kann nicht tanzen, aber ich bin voll dabei. Dum, dum, dum. Wir haben Spaß, gewöhn dich dran. Das ist sehr schön. Ja. Ja. Bitte. So. Wir würden, ja, wir sind eilig, ja, das ist unser Genre. Drei hervorragende Comedians haben das gespielt. Melissa McCarthy, Kristen Wiig und noch zwei, die auch toll waren. Und deshalb nehmen wir Frauen, das ist unser Genre hier. Super, hat Marie auch sofort gemacht. Hast du den gesehen, den Film? Leider nein. War wirklich lustig. Ist richtig, jawohl. Passt. Ja? Ja. Müssen wir wissen. So. Zweite Frage Kinofilme lautet, was möchte Billy Elliot im gleichnamigen britischen Kinohit aus dem Jahre 2000 werden? Ein Astronaut, ein Balletttänzer, Sternekoch oder ein Löwendompteur, Marie? Hat sie auch schnell gemacht. Ja. Toller Film. Ja, einer der schönsten Filme der Jahre überhaupt und ein wunderbares Musical. Deshalb mein Fachgebiet Balletttänzer ist die absolut korrekte Antwort. Also, Marie, hast du den gesehen? Auch leider nein. Oh. Den Film hast du nicht wir gesehen? Ja mal, nee. Wir können ja mal so eine Kinonacht machen, dann gucken wir mal alles nach. Toller Film. Also, Balletttänzer, alles ist gesagt, ist richtig. Jawohl, stimmt. Es steht 4-4 und die letzte Frage Kinofilme lautet, welcher Satz ist untrennbar mit dem Action-Klassiker Highlander verbunden? Es kann nur einen geben, man lebt nur zweimal, aller guten Dinge sind drei oder vier Freunde müsst ihr sein. Ja. Macht ihr auch wieder, oder? Nee, das ist ja eher ein Epos, Highlander. Da geht es um Schwerter und haarige Männer und solche Sachen. Es kann nur einen geben, oder? Weil man lebt nur zweimal als James Bond. Alle guten Dinge sind drei, sind die drei von der Tankstelle. Vier Freunde sind vier Freunde von Enid Blyton. Ich sage, es kann nur einen geben. Chris, bist du dabei? Bist du dabei? Ja. Das Highlander-Zitat. Von 1986 habe ich auch nicht gesehen. Hast du den gesehen? Auch nicht gesehen. Also, ihr müsst echt mal wieder ins Kino gehen, ehrlich? Alle beide. Wann ist der rausgekommen? 86, da war ich minus 5. War ein toller Film. Ich bin im Mai 1991 geboren. Was war im Sommer 90? Eben. Warte? Ich sagte eben. Ach, Deutschland ist Weltmeister geworden. Mein Vater war sehr glücklich. Und das, ja. Du voilà. Tor! Ernsthaft? Tor! 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 Kristall, der Elfmeter der Comedy. Der Elfmeter der Comedy. Schreibt das auf, schreibt das auf. Und Papa hat ihn reingemacht, das ist so. Papa hat ihn reingemacht. Und den das Elfmeter. Ist für euch jetzt lustig, für mich ist es tragisch. Und ich möchte da jetzt nicht weiter drüber nachdenken. Wir grüßen Chris Eltern. Also, hallo Papa, hallo Mama. Ja. Der Papa senkt. So. Unangenehm. Also, Highlander ist richtig, es kann nur einen geben. Sehr gut. Eine tolle Runde, die ihr da hingelegt habt. Genauso Marie. Beide von 6 möglichen richtigen Antworten. 5 gegeben. Jetzt kommen wir der Sache doch schon näher. So, die Herren, die gucken schon nach vorne. Marie kann sich entspannt zurücklehnen, vielleicht im Finale. Das wissen wir noch nicht. Das wird ja nachher ausgelost. Jetzt geht es um diese drei Kategorien. Die 90er. Aus dem Leben. Und Bücher und Wörter. Eckhard Freise und Thorsten Zierke müssen sich entscheiden. Thorsten hat sich entschieden, Eckart hat sich auch entschieden und ihr müsst euch nur noch entscheiden, gegen wen ihr spielt, weil beide haben die 90er genommen. Ach, beide haben die 90er. Die 90er, sagt Professor Eckhard Freise und Thorsten Zierke auch. Ach, dann würde ich die 90er nehmen. Ja. Ja. Dann nehmen wir halt mal die 90er, ne? Das finde ich toll. Das war total meine Zeit auch. Jetzt müssen wir umschwenken von Rave! Achso, das war damals in den 90ern. 90er, Rave! Da war ich im Kindergarten, da habe ich nicht geraved, da habe ich... I'm a Bobby Girl! Okay! Gott. Gegen wen wollt ihr denn? Beiden Hübschen? Wer war denn in den 90ern auf einem Rave, auf einer Box, hat das T-Shirt geschwenkt und hat gesagt, das ist, ich würde sagen, den Herrn der Mitte. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach Eckhard Freise. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Die 90er gegen Professor Eckhard Freise. Wird gespielt. Erste Frage lautet,
Welcher Sänger war in den 90ern vor seiner erfolgreichen Solokarriere als Mitglied einer deutschen Boygroup in den Charts? War es Xavier Naidoo, Adel Tawil, Andreas Burani oder Sascha? Nee. Doch. Aha. Doch. Wisst ihr's? Wir haben ja gleich besprochen. Ihr dürft, er hat schon eingeloggt. Ja, ihr könnt alles sagen. Also das wissen sie. Ja. Oh, Scheiße. Aber ist doch klar, oder? Xavier Naidoo. Also ich glaube, Xavier war doch nicht in einer... Aber es ist doch keine Boygroup. Ja, okay, aber was ist eine Boygroup? Eine Group mit Boys? Nein, also da kenne ich mich nun aus. Ja. Boygroup. Genau, dazu habe ich nichts zu sagen. So, also, Thomas. Eine Boygroup, also die Söhne Mannheims als Boygroup zu bezeichnen, dann würdet ihr hier Morddrohungen kriegen, wenn das so wäre. Da wären große Männer mit solchen, würden da aufmarschieren. Nein, du kannst nicht die Söhne Mannheims nicht als Boygroup bezeichnen. Okay, eine Boygroup sind 5 Jungs mit nicht viel an, die durch den Regen tanzen und Balladen singen. Das war nicht Xavier. Xavier Naidoo. Nein. Also Xavier, also ich glaube, also Söhne Mannheims kann nicht sein. Ich habe mal gehört, dass Adel, glaube ich, Tawil mal in der Boyband war. Sascha war definitiv nicht in der Boyband, das weiß ich, habe ich ja schon mitgearbeitet. Burani glaube ich auch nicht. Der wäre auch ein bisschen jung dafür, glaube ich. 10 Sekunden ab jetzt. Adel Tawil. Ich lass mich mal vor. Ich lass dich vor. Ich leg das jetzt. Also du darfst mich schlagen. Du musst aber drücken. Ich drücke. Ich schlag dich doch nicht. Du darfst mich schlagen. Nein, das tut's nicht. Das schlage ich dann später vor. Schlag mich doch. So, wir sehen Adel Tawil. Das sieht jetzt Professor Eckhard Freise anders, denn er hat sich entschieden für Xavier Naidoo. Das kann nicht Söhne Mannheims. Das ist Hip-Hop, das ist Dark, das ist Rapper, das ist Mülltonne, die brennt in Mannheim. Adel Tawil war doch bei Ich und Ich, oder? Die war ja, aber davor. Davor. In den 90ern. Ja. Komm. Wir gucken uns ein Foto an. Da ist er. Zweiter von rechts. Du meinst, zweiter von rechts ist es. Das ist die Boygroup The Boys. Unter anderem dabei Adel Tawil. Jawohl. Sehr gut. Zur richtigen Zeit gesagt. Florian Fischer war auch dabei, der Manager und Lebenspartner von Sarah Connor. Da sind einige, die heute im Showgeschäft sind in Boygroups gestartet. Auch das. Was ja auch nicht schlimm ist. Nee, Daniel Amenati zum Beispiel, der war, glaube ich, bei Bed & Breakfast. Darf ich mal ganz kurz, was das Tolle ist, ihr führt mit einem Punkt, 6-5. Wegen Adel Tawil. Ja. Yes. Zweite Frage aus den 90ern lautet, unter welchem Namen ist die Protestbewegung, bei der 1995 etwa 25.000 Münchner auf die Straße gingen, bekannt? Als Weißwurstkrawalle, als Jodeldemos, als Biergartenrevolution oder als Lederhosenunruhen? Professor Eckhard Freise überlegt, in Mannheim kannte man das nicht. Aber auch nach Abkürzung gucken. Jetzt entscheiden. Die Biere, die Ledun. Die Ledun, die also, Jode. Also Jodem. Die unteren zwei klingen quatschig. Hier sind sie, die Lederhosenunruhen. Das klingt total ausgedacht. Hier ist sie, die Biergartenrevolution. Auch nicht. Ich glaube, Weißwurstkrawalle ist ein bisschen süffig. Ja. Und Jodeldemo ist ein bisschen die beiden. Deshalb wäre ich zwischen den beiden. Ich habe keine Ahnung. Weißwurstkrawalle. Klingt Jodel. Ich würde Jodeldemos, vielleicht haben die ja sogar dann in den Demonstrationen haben die noch. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ihr noch 10 Sekunden Zeit habt, ab jetzt. Ich sag Weißwurst. Ja? Ja. Ich würde Jodel nehmen. Dann nimm. Komm. Komm. Sicher? Hau rein. Nein. Chris. Das war so instinktiv. Ich hab. Irgendwie vertraue ich dir. Das war der Adel Tawil der Weißwürste. Ja, Weißwurstkrawalle sagen unsere beiden. Das klingt schon wieder falsch, ja. Hätte ich auch nehmen können. Aber hat er nicht. Professor Eckhard Freise hat gesagt Jodeldemo. Marie, was hast du genommen? Also ich könnte mir vorstellen, Biergartenrevolution, dass es da irgendwie Proteste von Anwohnern gab, dass die geschlossen werden sollten oder dass man dagegen protestiert hat und auf die Straße gegangen ist. Lautstärke, sowas kann auch gut sein. Auslöser dieser Protestwelle war tatsächlich ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, wonach tatsächlich Biergärten um 21.30 Uhr schließen mussten. Ja. Und da sind natürlich die ganzen Biergartenfreunde auf die Straße gegangen. 25.000 Menschen waren es damals bei der Biergartenrevolution. Guckt an. Ja. Aber beide nicht. Aber Biergartenrevolution. Wenn es beide falsch machen, tut es ja nicht so weh. Also 6-5, letzte Frage, die 90er. Welche Figuren aus den 90er Jahren Kultserie Friends sind Geschwister? Weißt du? Ross und Rachel, Monica und Chandler, Ross und Monica oder nicht, Phoebe und Joey. Ja?
Die sind zum Paar geworden später. Du hast mal, ich weiß nicht genau. Das glaube ich auch nicht. Friends. Also, ja, ich glaube, ich habe Friends immer nur so sporadisch gesehen. Das war, da war ich ein bisschen noch zu jung für, glaube ich. Ja. I'll be there for you. Ich sing die Titelmusik, damit sie wieder in den Kopf kommt. Ross und Rachel waren, glaube ich, sind später ein Paar geworden. Glaube ich, ganz spät. Das glaube ich auch. Das ist, also ist Rachel... Rachel ist Jennifer Aniston. Ja, genau. Dann ist doch... Ist das auch Ross, der... Oder war Ross das... Ross ist der mit den dunklen Haaren. Ja, die sind doch ein Paar geworden später. Ja. Das Gute ist, die Leute, Monica, die hängen euch Monica an den Lippen. Monica ist schwarze Haare. Schwarze Haare? Chandler ist Chandler. Ah ja, der. 10 Sekunden ab jetzt. Oh, keine Ahnung, mach du was. Alles klar. Mach du was, Chris. Ich würde sagen... Deine Zeit. Ross, ich guck mal, ich bin hier. Jetzt. Oh, das ist schön. Monica und Chandler sagen ihr beiden... Wir halten fest, wir wissen's. Und... Ross und Rachel ist das, was Professor Eckhardt Freise genommen hat. Weil so da habe ich ja schon gesagt, dass das falsch ist. Damit habt ihr jetzt eine 33,3%ige Chance, dass ihr recht haben könntet. Und du hast auch gesagt, dass er falsch geantwortet hat. Das heißt... Ja, sonst wären es ja 25%, wenn ich das nicht gesagt hätte. Du hast völlig recht. Dankeschön. Also, die richtige Antwort, ich habe keine Ahnung, deshalb muss ich es einfach so hinnehmen, ist tatsächlich Ross und Monica. Antwort C. Das heißt, 3 falsche Antworten von Eckhardt Freise und 2 falsche von euch bei den 90ern. Ja. Also, ihr führt mit 6-5 immer noch und habt noch 3 Runden vor euch. Spielt jetzt wieder gegen Professor Eckhardt Freise. Sucht aber die Kategorie aus. Und die Kategorie, die wir im Angebot hätten, sind Körper und Geist, Wunder der Technik und Medien und Unterhaltung. Ach. Also jetzt haben wir doch so schön Spaß. Wir haben gesungen für sie, wir haben getanzt. Ich wäre sowas von für Körper und Geist, da bin ich richtig gut drin. Also viel Spaß. Wunder und Technik ist ja mein Thema. Da bin ich richtig toll. Ihr müsst auswählen, nicht ich. Ach, wir müssen auswählen. Ja, ach, ihr müsst auswählen. Ach, wir dürfen. Ja, komm hier. Ja. Medienunterhaltung. Wir wollten suggerieren. Ich denke mal, was macht ihr hier? Was sind wir schlecht? Hier, da sitzt. Ja, dann sucht doch raus, ihr Idioten. Gut, also Medienunterhaltung, erste Frage. Zunächst wird die von Eckhardt Freise. Danke, Jörg, vielen Dank, dass du uns nochmal hilfst. Die Frage lautet: Peter Maffay geriet im Dezember 2015 in die Schlagzeilen, denn seine neue Freundin ist weniger als halb so alt wie er, die Schwester seiner Ehefrau, ein deutscher Schlagerstar oder früher ein Mann gewesen. Also gefühlt sind wir beide, glaube ich, gerade bei weniger als halb so alt wie er. 10 Sekunden laufen. Das kann ja oft so sein im Popgeschäft, das locken wir ein. Im Popgeschäft? Mhm. Den hätte ich sonst reingemacht. Den hättest du sonst reingemacht, wie mein Vater früher. Wir schweifen hier gerade wieder ab. Weniger als halb so alt ist die richtige Antwort und das hat Eckhardt Freise auch genommen. Jawohl. Okay. Sehr gut. Zweite Frage. Im französischen Albi. Oh Gott. Gab es 2017 die vermutlich erste Weltmeisterschaft für Handtaschenweitwerfer, schnelle Sockenstricker, hässliche Pullover oder weiche Wollschafe? Also keine Ahnung. Das ist sowas von einfach, wer das nicht weiß. Also. Also ich würde ja begrüßen eine Weltmeisterschaft für hässliche Pullover und dann gewinnen immer diese Amigos, diese Schlagersänger. Aber ich glaube, es ist es nicht. Ich habe... Entschuldigung für alle Amigo-Fans, aber die haben hässliche Pullover. Du hattest ein Gefühl. Mein Gefühl, ich habe schon mal von Handtaschenweitwerfen gehört. Und ich weiß jetzt nicht, ob das im französischen Albi 2017 vermutlich die erste Weltmeisterschaft war. Das war ja erst letztes Jahr, ne? Handtaschen weit werfen? Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Ich glaube tatsächlich, das ist es. 10 Sekunden. Weiche Wollschafe, who cares? Mach rein. So. Gut, Professor Eckhardt Freise sagt, schnelle Sockenstricker. Wollen wir einfach mal die Dame im Olymp fragen, die bisher immer die besten Antworten gegeben hat, Marie. Ich weiß nicht, ich finde aber den Gedanken an die hässlichen Pullover auch so toll, dass ich die, glaube ich, auch gewählt hätte.
Ich sagte, die Frau hat eine Intuition und die ist gut. Bewertet wurde bei dieser Weltmeisterschaft tatsächlich nicht nur das Aussehen, die Farbe, die Originalität und auch die Geschichte des Kleidungsstücks. Und das ist tatsächlich die Weltmeisterschaft der hässlichen Pullover. 600 Kandidaten haben daran teilgenommen. Das hat man ja mal gehört. Ne? Letzte Frage in Medienunterhaltung. Wer absolvierte 4 Amateurkämpfe im Boxen, bis er sich dazu entschied, hauptberuflich zu kochen? Tim Melzer, Johann Lafer, Steffen Hensler oder Attila Hildmann? Ich glaube auch. Ich glaube auch. Die auf keinen Fall. Das wäre zu nah liegen. Ich glaube, ja. Also. Attila Hildmann ist ja ein sehr, also der ist ja auch so ein Sportfanatiker, ne? Und der ist ja immer noch sehr durchtrainiert und so weiter. Ja, also Tim, den ich ja sehr liebe im Boxring, da würde ich mich ja bepissen vor Lachen, wenn der so als Hamburger Junge da, der kriegt eins auf die Mütze. Nein, und Johann Lafer fände ich natürlich auch als Boxer hervorragend. Gegen Horst Lichter aber damals. Er hat 4 Amateurkämpfe gemacht im Boxen und dann entschieden, ich koche lieber. Nee. Also, mein Gefühl war ja auch Attila. Ich glaube auch, weil Hensler wäre zu nah. 10 Sekunden. 10 Sekunden, komm, wir tun den Hildmann rein. Komm. Ja. Komm, tu mal rein. So. Gut. Attila Hildmann sagt ihr. Steffen Hensler sagt Professor Eckhard Freise. 4 Kämpfe, davon 2 gewonnen und 2 verloren. Er entschied sich dann aber doch für einen anderen Berufsweg, weil er auch ein Zahn abbrach bei der ganzen Geschichte. Und das war und ist Steffen Hensler. Ah, Gleichstand. Ja. Man sollte manchmal auf die Gerichte. Genau. Hier in Hamburg bei den Heroes. So, also, das ist klar. Eckhardt ist auch durch. Thorsten hätten wir noch im Angebot. Jetzt erstmal darf er sich die Kategorie aussuchen. Und das sind die 3, zwischen denen Thorsten jetzt wählen darf. Und zwar Essen und Trinken, die 2000er und draußen im Grünen. Ich denke, er nimmt die 2000er. Tut er auch. Die 2000er, sagt Thorsten. Erste Frage lautet: Wodurch wird die Menschheit seit 2013 in bislang 5 Teilen einer Kultfilmreihe bedroht? Bienenhurricanes, Hai-Tornados, Nashorn-Flutwellen oder Eisbär-Lawinen? Das ging ganz schnell. Wisst ihr es? Seit 2013 5 Teile, also keine Eisbär-Lawine, keine Nashorn-Flutwelle. Was sagst du? Bienen- oder Hai-Tornados? Ich habe fast das Gefühl, es sind... Ich tendiere zu Hai-Tornados, aber es können auch Bienen-Hurricanes sein. Hai? Das ist ja so ein Quatsch. Zeit läuft so. Kultfilmreihe? Hai-Tornado. Ja. Hai-Tornado, komm. So, Thorsten war ganz schnell. Die Filme werden auch gerne immer unter dem Label schlechtesten Filme aller Zeiten gezeigt. Sharknado heißt das Machwerk. Sharknado! Hai-Tornados. Das hat er schon gesehen, der Thorsten. Kult. So, Glück gehabt. Das ist für mich mittlerweile, glaube ich, der 5. Filmtipp, den ich in dieser Sendung bekomme. Auch noch nie geguckt. Und die werden immer besser. Die habe ich alle gesehen. Nein! Doch. Sag mal. Ich dachte, das ist hier eine Kultursendung. Ja, wahrscheinlich. Wir müssen es mal gucken. Das auch gedacht. Das auch so, gedacht. Jetzt mal Lessing oder irgendwas. Die 2000er, bitte jetzt Lessing. Ja? Ja. Fast. Welches Jubiläum? Wann wurde die Textzeile und kostet Benzin auch 3,10 Mark des NDW-Hits Ich will Spaß in Deutschland erstmals Wirklichkeit? 2002, 2004, 2008 oder 2012? Vor allem Mark. Ja. Euro. Das ist teuer. So. Es ist ja alles, also, es ist alles keine Mark mehr, weil nee, Währung ist ja alles 2001, Euro, ne? Genau. Wir müssen ja schon mal in Euro umdenken. Ah, das ist gut. Schon mal umrechnen. Umrechnen. 3,10 Mark. Ja. Ja. Das sind heute 3,10 Euro. Genau. Ja. Aber wann wurde es richtig teuer? Erinner dich mal, ob irgendwann jemand gesagt hat, Mensch, das Benzin, ich würde ja so bei... Ja, 2012. 2012. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Versicherungskaufmann. Das war 2009 bis 2012. Im Januar 2012 habe ich ausgelernt. Und da habe ich auch tatsächlich 1,60 mal... Liter Benzin bezahlt. Ja, auf jeden Zeit Fall. Läuft. Ich weiß nur nicht, ob es erstmals war. Ich würde aber 2012, da es so war, würde ich 2012 eingeloggt gehabt haben.
2012 sagt ihr beide, 2004 sagt Thorsten. Das ist sowas von an den Haaren herbeigezogen. Also, der Umrechnungskurs ist ja unwiderruflich festgelegt durch das Bundesfinanzministerium. Wir reden hier über 1,59 Euro. Und das erste Mal kostete Benzin an der Zapfsäule 1,59 2008. Genau in der Mitte, guck mal. Genau in der Mitte. Ja. So. Ja, aber ist doch gut. Es bleibt beim Punkt Gleichstand. 8:8. War die Zeit, wo ich langsam angefangen habe, Auto zu fahren. Frage Nummer, was sind das jetzt hier eigentlich? 3, 6, 9, auf jeden Fall viel. wer wurde für die Weltmeisterschaft 2014 zum offiziellen Maskottchen der japanischen Fußballnationalmannschaft? Die Kinderbuchfigur Heidi, Filmmonster Godzilla, Pokémon Pikachu oder Actionheld Dolph Lundgren? Mein Gefühl. Ja, wurde für die Weltmeisterschaft sind vor 4 Jahren. Oh. Stell mir gerade Heidi so im Sturm vor, das ist ziemlich lustig. Mit Frau Rottenmüller im Tor oder sowas. Nein, also Heidi ist ja Quatsch. So. Dolph Lundgren hätte sich sicher über die Anfrage gefreut, weil der dreht ja viel. Godzilla. Mein Bauchgefühl war bei Pokémon. Mein Bauchgefühl ist gerade Pokémon nicht, weil mein Bauchgefühl mir sagt, dass wenn es so gewesen wäre, hätte ich es mitgekriegt. Ja, weil Pokémon ist ja genau meine Zeit, aber das wäre natürlich jetzt... Wie alt warst du denn 2014? 2014 war ich 91 geboren und jetzt kannst du selber rechnen. So. Das heißt, du hast doch bestimmt Fußball geguckt und da waren so Japaner. Ja, Zeit Godzilla. Läuft. Godzilla? Könnte ja auch sein, ja. Komm, Dolph Lundgren kennt doch keine Katze mehr, ja, in Japan. Godzilla. Der Thorsten sagt die Kinderbuchfigur Heidi. Heidi für Fußball. Ach, das erschien mir auch absurd. Also ich muss sagen, im Fußballzusammenhang never davon gehört. Und das tut dir besonders weh, weil du bist ein Fußballfan, kennt alles im Fußball. Das hast du nie gehört? Nee. Lustig. Also lustig. Also Godzilla wurde irgendwie vor ein paar Jahren mal zum offiziellen Ehrenbürger Japans gekürt. Ja. Auch so eine schöne Geschichte. Kann natürlich sein, dass es schon die Vorboten waren, aber wollen die Japaner so als so... auftreten, die treten eher mit Würde auf. Gut, mit Heidi jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber auch das absurd ist deshalb. Im Grunde genommen ist es das, was der nicht gerade fußballbegeisterte Thomas nehmen wollte. Ja. Es ist tatsächlich der knallgelbe Pikachu. Ja? Ist auch 2014 offiziell zur Weltmeisterschaft mitgeflogen. Ja, das war dein Bauchgefühl. Aber beide haben es falsch gemacht. Es bleibt beim 8:8. Beide falsch ist auch gut. Aber das ist ja. Es bleibt beim 8:8. Alles gut. Gut. So, wir spielen jetzt die letzte Runde, bevor wir ins Finale einsteigen. Es steht 8:8 und ihr sucht bitte die Kategorie jetzt aus für Thorsten, die er spielen soll. Und zwar zwischen Macht und Geld, Musik und Hits und Deutschland. Ich bin mir sicher, ihr nehmt Musik und Hits. Das ist völlig korrekt. Thomas hat das gerade schon ins Ohr geflüstert. Ich würde das so bestätigen. Musik und Hits. Dann locken wir gerne Musik und Hits ein. Wenn sich jemand mit Musik auskennt, ist es natürlich Thomas. Aber Thorsten ist da nicht zu unterschätzen bei der Musik. Ja? Nennen Sie drei Lieder von Laura Branigan. Dann kommen wir ins Geschäft. Self-Control ist zumindest von Jack White komponiert. Sehr gut. Weiter komme ich jetzt erstmal nicht. Gut. Okay. Gloria. Ja. Ich freue mich schon 2020 auf Quizduell, das Musical mit Thomas Hermanns. Das kommt. Auf jeden Fall. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das schreibe ich. Die Antworten werden getanzt. Die erste Frage lautet, mit welchem Hit stand der Rapper Bowser 2017 wochenlang auf Platz 1 der deutschen Singlecharts? Wie du Fußball guckst, was du Liebe nennst, wenn du zu spät kommst oder wo du Brötchen kaufst? Na, das... Boah, jetzt bin ich so froh, dass Chris an meiner Seite ist, weil das ist so weit weg von Laura Branigan wie ich. Also ich hätte keine geringe Ahnung, aber ja, du was hast du vielleicht nennst. Eine Ahnung. Was du Liebe nennst, wird eingeloggt. Jawohl! Insgesamt 8 Wochen Platz 1 der Charts von Oktober bis Dezember. Was du Liebe nennst, ist richtig. Danke dir. Danke. Zweite Frage, Musik und Hits. Punktestand 9:9. Lautet, die schwedische Band ABBA trug in den 70er Jahren so schrille und bunte Outfits, um in erster Linie im Farbfernsehen aufzufallen, bei Kindern gut anzukommen, in Japan auftreten zu dürfen oder Steuervorteile zu haben. Zeit läuft.
das ist doch Quatsch. Steuervorteile kannst du in irgendeiner Form. Macht das Sinn in den 70ern? So. Also nicht das sofort. Thema von Thomas ist ja. Und aber. Jetzt habt ihr wieder was gefunden, wo ich als ABBA-Mega-Fan ins Schwanken komme. Vielen Dank dafür. Ja, das gibt's nicht. Weil, also zuerst dachte ich, Farbfernsehen aufzufallen. Das ist natürlich erstmal gut, wenn die Outfits schön bunt sind, damit man schön knallt. Bei Kindern anzukommen hat aber auch was für sich, weil ABBA wollte auch immer bei Kindern, es wollte immer sehr breit sein, es sollte auch ein bisschen Familienunterhaltung sein. Das macht auch Sinn. In Japan aufzutreten, das glaube ich nicht, weil die haben ja schon bei Waterloo die Kostüme lustig gehabt und das war noch der Grand Prix, das hat mit Japan nichts zu tun. Vor allem auch zu dürfen. Also darf man dann nur auftreten, wenn man bunt angezogen ist? Nein, das ist Quatsch. Steuervorteile, das wäre, die Designerin, die die Kostüme gemacht hat, war Schwedin, aber du kriegst keine Steuervorteile wegen bunten Outfits. Also ist es zwischen Farbfernsehen und Kindern. Vielleicht ist ja auch beides. Zeit läuft. Ich gehe einfach auf mein erstes Gefühl und liebe ABBA-Fans, hab mich trotzdem lieb, Farbfernsehen. Gut, jetzt kommt's. Thorsten hat sich für was anderes entschieden, nämlich für Kinder. Steuervorteile zu haben. Ui, also ich bin ja froh, dass der Riesen-ABBA-Fan da auch ins Strudeln kommt. Meine Idee wäre jetzt einfach, dass dadurch die Art der Performance was anderes ist als ein platter Vortrag, irgendwie Theater. Komplett falsch. Komplett falsch. Komplett falsch, Thorsten. Gott sei Dank. Komplett falsch. Ah. Also die Begründung oder die Antwort? Erstmal die Begründung. Okay. Schweden hatte damals tatsächlich einen extrem hohen Steuersatz. Ja. Reiche Menschen zahlten 80% Steuern. Und die einzige Chance, um überhaupt etwas abzusetzen, war, wenn man Bühnenoutfits hatte, die man tatsächlich im zivilen, normalen Leben nicht tragen konnte, weil sie sichtbar Bühnenoutfits waren. Und deshalb sind die in solchen Outfits aufgetreten, um Steuervorteile zu haben. Es ist tatsächlich so. Aber du hast was gelernt über ABBA. Auf jeden Fall. Letzte Frage und ihr könnt noch gleich ziehen. Oh, bitte. Welcher Popstar schrieb die Musik für das Musical Kinky Boots, das im Dezember 2017 seine Deutschlandpremiere in Hamburg feierte? War es Tina Turner, Madonna, Cyndi Lauper oder Cher? Er weiß es, ich weiß es nicht, ich rate. So, Gott sei Dank weiß ich das, da war ich da, das habe ich gesehen. Cyndi Lauper, okay. Jetzt... Thorsten wusste es nicht, er hat geraten und er hat Cyndi Lauper genommen. Ah, guter Rater. Genau, und das ist auch noch richtig, jawohl. Damit haben wir den Punktestand von 10 zu 11. Sehr schön, sehr knapp. Den anderen rein. So, wer von euch spielt denn das Finale? Chris, was meinst du? Ich glaube, wir beenden die Sendung, wie wir sie angefangen haben. Und zwar mit dem Respekt für meinen Entdecker. Und dem leichten Stress für deinen Entdecker, Schatz, ne? Ja, du wirst jetzt 10 richtige Antworten holen und die werden 2 falsch sagen und dann gewinnen wir den Bums hier. Ja, und wenn wir gewinnen, ziehst du dann für mich mal den ABBA-Katzenpulli an? Das werde ich tun. Okay, gut. Also, Albi. Thomas spielt. Mit dem ABBA-Katzenpulli dann ab nach Albi. Und dann nach Albi. Nach Albi, dann gewinnst und dann du. Gewinnen. Pass auf, wir beiden Hübschen haben es jetzt miteinander zu tun. Möchtest du gelb oder silber? Ich hätte Gold gerne Silber, gelb, bitte. Gelb. Silber. Okay, warum nicht Gold? Ach, weil Gold ist immer so aufdringlich. Ne? Okay. Also, wir steigen ein ins Finale. Thomas Hermanns mit 10 Punkten. Seid ihr ins Finale gekommen? Das heißt, du kriegst 10 Fragen von mir. Es geht um 11.000 Euro. Entweder für euch und einen guten Zweck oder für die Mitspieler an der App. Frage Nummer 1. Welchen Beruf übt Al Bundy in der Serie Eine schrecklich nette Familie normalerweise aus? Schuhverkäufer. Das ist richtig. Wie heißt die Hauptstadt der Volksrepublik China? Peking. Richtig. Dritte Frage. Der Komparativ von nah ist näher. Richtig! Unter welchem Namen ist das Frankfurter Rathaus bekannt? Römer. Ja, war noch drin. Sehr gut. Frage Nummer 5. Von welcher Band stammt der Rockklassiker Sunday Bloody Sunday?
U2? Jawohl! Frage 6. Hasan Salihamidžić ist seit Sommer 2017 Sportdirektor bei welchem deutschen Bundesligisten? Bayern? Ist richtig, Bayern München. Frage 7. Wie heißen sowohl der direkte Vorgänger als auch der Nachfolger von US-Präsident Bill Clinton mit Nachnamen? Bush. Stimmt. Die 8. Frage. Paradiesfeige ist der veraltete Begriff für welche Frucht? Apfel? Pfirsich. Banane. Banane, okay. Zwei sind es noch. 10 Minuten sind wie viele Sekunden? 600. Stimmt. Letzte Frage lautet: Vorbild für das Genfer Ärztegelöbnis war der Eid des Hippokrates? Richtig, jawohl! Oh, super! 9 richtige von 10, das soll man erstmal schlagen. Mega. Und die Frage ist, schafft es der Olymp oder schafft es der Olymp nicht? Und wer spielt überhaupt? Kurze Pause, bis gleich. Ui. Oh, sehr gut gespielt. Es geht um 11.000 Euro. Es geht um die Frage, wer gewinnt heute wieder, unser Olymp oder unsere beiden Comedians, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Thomas Hermanns eben von 10 Fragen 9 richtig beantwortet. Wir haben jetzt erstmal die Frage zu klären, wer spielt denn überhaupt von den Olympioniken gleich im Finale? Hier sind sie. Ja? Ich mische das Ganze durch. Gehe kurz mal ins Publikum. Sie wollen mal ziehen? Das ist ja süß. Melden Sie hier. Das ist ja nett. Mann. Tag, ich bin Jörg. Hallo. Alina, das ist doch wunderbar. Wo kommen Sie her? Hamburg. Aus Hamburg, das ist richtig. Pass auf. Alina. Sie, bitte nicht Thorsten. Den hatten wir schon oft. Ich versuch's. Nicht gucken, einfach nur ziehen. Oh. Marie darf, jawohl. So. So. Ich kann mir vorstellen, dass man manchmal hier runterkommt und sagt, gar kein Problem. Ja, man hat so viele Punkte Vorsprung. Jetzt ist es schon hart. Es sind insgesamt 11 Fragen, die ich stelle. Du müsstest bitte, um zu gewinnen, mindestens 10 richtig beantworten. Gibt es Punktgleichstand, gibt es ein Stechen, sind es weniger, haben Thomas und Chris gewonnen. Alles klar? Frage Nummer 1. Als Lehrbuch für Liebe und Erotik gilt das indische Kamasutra. Das kam so schnell, ja? Die Fußballnationalmannschaft welches Landes wird auch Oranje genannt? Niederlande. Das stimmt. Dritte Frage. Was für ein Tier ist Hein Blöd, der mit Captain Blaubär zusammen auf einem Kutter lebt? Ein Bär. Nein. Nein, es ist eine Ratte. Vierte Frage. Wie viel Mal kommt der Buchstabe N im Wort Sommersonnenwende vor? 3-mal. 4-mal. Nein. Sommer, dann kommt Sonnen, Doppel-N, E-N, Wende. Das heißt, jetzt müssen die Antworten alle sitzen. Wie heißt das Wahrzeichen Kassels, das nach einem griechischen Halbgott benannt ist? Herkules. Ist richtig. Ah. Der CDU-Politiker Michael Kretschmer
wurde im Dezember 2017 neuer Ministerpräsident welches Bundeslandes? Sachsen. Das stimmt. Frage Nummer 7. Welcher Kinoklassiker aus dem Jahre 1995 handelt vom schottischen Freiheitskämpfer William Wallace? Braveheart. Das stimmt. Frage Nummer 8. Das Blatt welches Baumes ziert die kanadische Nationalflagge? Ahorn. Stimmt. Frage Nummer 9. Und jede Frage ist die Finalfrage. Mit der Single Chöre landete welcher Sänger auf Platz 2 der deutschen Charts? Burani. Die richtige Antwort ist Mark Forster. Ja. Nein, das gibt es nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich die Sieger. Thomas Hermanns und Kristall. 11.000 Euro. Oh, komm her. Wer hätte das gemacht? Kommt nach vorne. Super. Komm mal drücken. Kannst auch da. Ja. Spannendes Finale, knapp gescheitert. Sagt uns doch ganz kurz die 11.000. Ja. Wohin dürfen die überweisen? Bei meiner Hälfte geht an Human Rights Watch. Ja. Und? Meine geht zu meinem sehr guten Freund Bülent Ceylan, zur Bülent Ceylan für Kinderstiftung. Gut, das Geld überweisen wir gerne. Vielen Dank, Marie. Danke dem Quiz Olymp und danke unseren beiden Kandidatinnen. Da haben Sie es geschafft, den Olymp zu schlagen. 11.000 Euro. Vielen, vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ah, gut gemacht. Ja. Gott sei Dank habe ich das Finale nicht gespielt. Ja.